Nicht weniger als 630 Aussteller aus 34 Ländern präsentierten vom 21. bis 24. Februar 2019 in den Hallen der Redmesse in Salzburg ihre Produkte und Dienstleistungen. Und vor allem auch ihre Speisen, die bei hart arbeitenden Jägern stets besonders hoch im Kurs stehen. Mit 43.404 Besuchern verzeichnet der Veranstalter zwar einen leichten Rückgang gegenüber 2018, als die Hohe Jagd erstmals von mehr als 45.000 Besuchern gestürmt wurde, doch insgesamt herrscht Zufriedenheit. Allen voran beim Fonblon-Team. Der große Polaris-Händler aus Vorarlberg nutzt die Hohe Jagd bereits seit Jahren, um seinen Kunden hier die jüngsten Innovationen in Sachen Krabbelzeug zu präsentieren. Neben den 2019er Modellen von Sportsman 1000, Big Boss und Ranger zählen hierzu die jüngst verbesserten Camso-Raupen Tattoo 4S und 4ST. Die Wildsau. Und die neue Portable Winch, die sich ab sofort auch mit Akku betreiben lässt. Als erste tragbare Seilwinde überhaupt übrigens. Das sind ganz universelle Halter für ein ATV, aber auch für einen Ranger, für ein UTV. Egal, wo man die Dinger befestigen will, ob das ein Rohr ist, ob das ein starkes Rohr ist, ob die vertikal oder horizontal befestigt werden, ganz egal. Du könntest im Endeffekt ein kleineres Rohr nehmen, egal wie, mach sie an, mach sie fest, verschiedene Möglichkeiten. Die kann man zumachen, die kann man auch wieder aufmachen, sind extrem robust, Kerne aus Metall, gibt es beim Fonblon. Freilich war auch Mitbewerber Can-Am vertreten auf der Hohe Jagd 2019. Hochfilzer, Neumeier und Spindelböck zeigten die aktuellen Trackster, Outlander und Maverick Modelle mit Forst- und jagdmäßigem Zubehör. Mit dabei war auch der kanadische Amphibien-Spezialist Argo. Wobei Michael Stör vom Importeur Techquipment andeutet, dass es für das schwimmfähige 8x8-Fahrzeug in Kürze ein Update geben wird mit neuer Karosserie und LED-Beleuchtung.